Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Grüß dich, Daniel, mit einer neuen Episode von Geladen, dem Batterie-Podcast. Hallo Patrick, hier aus dem Industriegebiet Neu-Ulm. Genau, wir stehen hier an einer Straße als Außenreporter hier heute im Einsatz. Wir besuchen gleich ein Unternehmen, und zwar die BOS AG, ein Hersteller von Batteriesystemen und Batterien für den stationären Einsatz. Genau, wir sprechen gleich mit dem COO Fabian Weber. Darin geht es unter anderem um stationäre Speicher in netzfernen Gebieten, also in Afrika, aber auch Neuseeland und so weiter. Ja, ein sehr spannendes Thema, und grundsätzlich machen wir jetzt auch gleich wahrscheinlich noch eine Werksführung, das heißt auch Neuland für uns. Genau, wir als Außenreporter. Bis gleich. Das sind, also das stellt eigentlich die Historie ein bisschen dar. Das ist unser Lithium Extension Batteriesystem, das als Hybridsystem funktioniert, auch patentiert von uns. Das war auch die Gründungsidee damals. Erst danach sind dann größere Systeme, wie wir es hier haben, entstanden. Und das war tatsächlich so der Einstieg damals. Im Alu-Gehäuse einfach Batteriezellen aus China geholt, assembliert Elektronik dazu. Das ist eigentlich die Kernkompetenz, die bei uns mit drinsteht, also Entwicklung von dem Managementsystem. Alles andere sind Teile, die man zukaufen kann. Fabian Weber zeigt uns ein rund 25 cm hohes, rechteckiges, schwarzes Gehäuse, das durch Steckverbindungen erweiterbar ist. Im Inneren befinden sich mehrere Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Und so sieht es dann nachher auch innen aus. Also man sieht hier das Managementsystem, also die Elektronik, die tatsächliche Intelligenz, die von uns kommt. Und dann noch die restlichen Komponenten, gerade typisch Zellen, die dann assembliert sind, so Packs, mit Gehäuse drumherum, und so kann man mehrere parallel aneinander reihen und entsprechend die Kapazität so auslegen, wie man es gerade möchte. Das sind unsere Teststände, wo wirklich im Live-Betrieb sind. Das heißt, gerade hier unser Kühlschrank, unser Gefriertruhe, die laufen über die Systeme, um tatsächlich auch ein bisschen Felddaten direkt im Haus zum haben. Wir kommen in einen Produktionsraum, der mehrere lange Elektrotechnikbänke enthält, auf denen allerlei Kabel, Leiterplatten und Werkzeuge herumliegen. Man erkennt sofort, hier wird getüftelt und ohne irgendwelche Automatisierung alles von Hand montiert. Ja, genau, also hier war früher unsere Produktion. Das heißt, wir haben wirklich hier auf 30, 40 Quadratmeter ganze Seecontainer voll produziert. Also mit eigener Fertigungslinie, die aufbaut, hier um die Ecke rum, mit Kran hier in der Mitte. Also komplett auch Material rein, Material raus. Das haben wir bis vor 3 Monaten tatsächlich alles hier gemacht und haben jetzt nochmal 440 Quadratmeter weiter angemietet hier in der Straße, am Ende der Straße. Wo es wesentlich einfacher ist und auch das Volumen dann ein anderes ist zukünftig, wo wir fertigen können. Die Systeme, die wir in Afrika einsetzen, das ist unser Labor, da lassen wir die Systeme laufen, können auch hier Temperaturen simulieren, das heißt, wir heizen mal auf 50 Grad, um einfach die Afrika-Umgebung zu simulieren, und das ist für uns hier tatsächlich Gold wert, damit wir wirklich unter Realbedingungen die Systeme testen können. Bevor wir uns für das eigentliche Gespräch in einen ruhigen Raum zurückziehen, besuchen wir noch die neue Produktionshalle. Zwei Mitarbeiter schrauben an kühlschrankgroßen Teilkästen, die später befüllt mit Batterien, Wechselrichter und intelligenter Steuerung als stationäre Speicher, zum Beispiel für Solarenergie, eingesetzt werden. Die fertigen wir komplett einmal selber. Das heißt, wir kaufen Standardkomponenten ein, verkabeln die, verbauen die, machen einen Endtest, werden dann anschließend verpackt und dann an die jeweiligen Orte versendet. Und auch von der Projektgröße her, mal sind es zwei Systeme, mal jetzt hier wird ein ganzer 20-Fuß-Container voll, macht mit Systeme,
Oft ist dann Gesamtprojekt, ist noch PV-Installation dabei, also Module, Konstruktion, die ganze Elektrik für das Haus, das sind dann Projekte hauptsächlich für Krankenstationen, öffentliche Einrichtungen, Schulen, die komplett elektrifiziert werden. Ja, wir sind zurück von unserer Führung durch die Produktion und reden nun mit Fabian Weber über stationäre Speicher und die BOS AG. Patrick, du hast die erste Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann baut ihr selber gar keine Batterien. Meine Frage, seht ihr euch eigentlich so als Handwerker, weil ihr ja tatsächlich eher die Batteriesysteme selber entwickelt und eher so tüftelt an gesamten Lösungen und die Batterien selber gar nicht herstellt? Teilweise würde ich sagen, sehen wir uns als Handwerker, wobei wir schon primär in der Forschung und in der Entwicklung von Energiemanagement-Lösungen, also wir sind nicht in der Grundlagenforschung, Batteriezellen tätig, sondern wir sind eine Stufe drüber, wie bringen wir intelligent die Zellen, die Batterien in ein gesamtheitliches Stromspeichersystem oder Lösung, Off-Grid-Systeme intelligent ein. Grid-Systeme muss ich gleich einhaken. Was sind Grid-Systeme? Typisch ins Netz eingebundene Stromspeicherlösungen, ob es jetzt Off-Grid oder auch ins üblich bekannte Netz, so wie es wir in Deutschland hier kennen. Wobei wir uns aufgrund von der Firmenidee bei der Gründung mehr auf Off-Grid-Lösungen fokussiert haben, wobei auch gerade im Laufe der Jahre und aktuell doch auch die netzgebundenen Systeme, die wir hier in Europa einsetzen, auch mehr in den Fokus geraten sind. Unsere Frage zurück, ja, wir produzieren auch selber. Das heißt, besonders wir legen Wert darauf, dass wir Prototypen oder Nullserien, Vorserien selber machen. Das heißt, unsere Ingenieure, die die Systeme entwickelt haben, ausgelegt haben, die sind aktiv dabei bei der Erstproduktion, um zu sehen, was haben sie denn entwickelt, um nochmal Optimierungen vornehmen zu können und nicht komplett extern zu geben und so wird es gemacht, sondern hands-on, wir wollen das Ding nochmal anschauen und auf die nächste Stufe bringen, sodass wir ein Serienprodukt haben, das wir guten Gewissens an den Markt rausbringen. Und deshalb haben wir eine kleine Fertigung bei uns selber. Das heißt, kleine Mengen wie ein 40 Fuß-Container können wir bei uns durchschleusen. Wenn man größere Mengen hat, dann ist für uns strategisch das Ziel, dass wir uns da stabile Partner suchen, die für uns die Systeme fertigen und wir uns auf unsere Kernkompetenz entwickeln und vertreiben, dass Systeme fokussieren können. Wir wollen heute euch deshalb vorstellen, weil ihr ein kleines Unternehmen, relativ klein jedenfalls noch, aus Neu-Ulm seid. Ihr verkauft diese Systeme. Was wir sehr interessant finden, sind die Erweiterungsbatterien, die du uns vielleicht gleich vorstellen wirst. Und auf der anderen Seite die klassischen stationären Speicher, die sozusagen von hier aus Neu-Ulm in die Welt finden. Vielleicht stellen Sie doch eben kurz diese beiden Produktlinien mal vor. Wir sind eben gerade durch diese Hallen gegangen. Das sind Heimspeicher auf der einen Seite für Insellösungen, zum Teil nach Afrika gehen die, zum Teil auch nach Neuseeland. Und auf der anderen Seite Kombination aus Bleisäure- und Lithium-Ionen-Batterien. Unsere Gründungsidee war das Hybridsystem. Das heißt, die Kombination von Lithium und Bleibatterien. Das ist unsere Produktgruppe LE, Lithium Extension. Das heißt, bestehende Bleibatterien, um die Lithiumbatterie zu erweitern, ohne Änderung irgendwelcher Ladeperipherie, Elektronik etc. drumherum. Einfache Plug-and-Play-Lösung. Primär Plug-and-Play heißt was jetzt genau? Plug-and-Play heißt einfache Installation. Konkret an unserem Beispiel, ich klemme einfach Plus und Minus auf die Bleibatterie drauf. Das Energiemanagement, das ich drin habe, oder BMS, Battery Management System, fängt automatisch an zu erkennen, ich habe eine Bleibatterie und übernimmt das ganze Setup, die ganze Funktionalität, das Energiemanagement. Und der Installateur muss tatsächlich nur Plus und Minus an die Bleibatterie anschließen und ich habe ein funktionsfähiges Gesamtsystem. Da würde ich gerne mal einhaken, warum braucht man denn ein Hybridsystem oder warum muss das erweitert werden um eine Lithium-Ionen-Batterie? Was sind da die Vorteile? Vorteile primär dahingehend, dass ich die Vorteile aus beiden Technologien nutzen kann. Also Blei hat nach wie vor Vorteile gegenüber Lithium, aber Lithium
bekanntermaßen, was auch weit verbreitet ist, Vorteile gegenüber Blei. Blei, ich habe ein super robustes System, ist trotzdem von der Außenbedingung her jederzeit einsetzbar. Ich bekomme es überall auf der Welt. Zum anderen habe ich Lithium. Lithium relativ im Gegensatz zu Blei viele Zyklen, die ich drüber fahren kann. Ich kann mir Gewicht sparen, in gewisser Weise, zum Beispiel im Reisemobil ist es ein großes Thema, Gewichtseinsparung. Ich habe deutlich mehr Kapazität bei gleicher Größe zur Verfügung und habe dadurch die Kombination von beiden und habe ein Gesamtsystem. Also das Gesamtsystem Hybrid hat keinerlei Schwächen im Gegensatz zum reinen Blei oder zum reinen Lithium. Und es kommt natürlich immer auf den Use Case an, aber es hat sich bewährt, dass es ein funktionsfähiges, robustes Gesamtsystem ist. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, es wird kein System für die Ewigkeit sein, das Hybrid-System. Es wird über kurz oder lang auf reine Lithium gehen, im großen Maße. Aber dennoch trifft das Hybrid-System eigentlich momentan wirklich die Zeit, wo man es einsetzen soll, bis Lithium den Sprung dahin geschafft hat, dass man Blei tatsächlich vom Markt verschwinden sieht. Und welche Einsatzorte sind das genau, wo man diese Erweiterungsbatterie einsetzen kann? So wie ich das verstanden habe, ist es eben nicht nur die Elektromobilität, sondern auch stationäre Speicher. Also könnte ich das beispielsweise so eine Erweiterungsbatterie jetzt an meine Starterbatterie im VW Golf anhängen? Also grundsätzlich kann unsere Batterie an jede 12 Volt Bleibatterie angeschlossen werden. Es kommt auf den Use Case an, gerade die angesprochene Starterbatterie ist dann doch nicht der richtige Use Case, weil relativ hohe Ströme zum Anlassen vom Motor braucht. Aber gerade wenn ich im Reisemobil unterwegs bin, mehrere Tage autark sein möchte, dann habe ich genau dort den Anwendungsbereich, da unser System stark ist. Ich habe ein System, das zum einen gewichtssparend ist, das Lithium, habe aber den Blei als Gegenspieler, der immer als Backup zur Verfügung steht, den ich auch überall auf der Welt bekomme. Das heißt, sollte mein System kaputt gehen. Ich habe ein System, das bei Winter funktioniert. Lithium hat Einschränkungen unterhalb von 10 Grad Celsius. Und im Gesamtkonsens hat man einfach da eine Gesamtlösung. Ebenso in Booten, dort auch viel Bleibatterien installiert. Die Ladeperipherie muss man nicht ändern. Das heißt, ich habe keinen zusätzlichen Invest, muss Ladegeräte neu beschaffen, umstellen, Kabel neu verlegen etc. Und kann das einsetzen. Genauso in ländliche Gebiete, vor allem in Afrika, wo viel Blei eingesetzt wird, kann ich einfach mein robustes Hybridsystem dazuschalten. Also mein Lithium muss keine weitere Installation vornehmen, außer, wie vorher erwähnt, Plug and Play auf Plus und Minus anschließen. Und mein System funktioniert, braucht kein Fachpersonal für die Installation, was besonders gerade in solchen in schwellen Entwicklungsländern ein wichtiger Anforderungspunkt ist. Kommen wir nochmal zur technischen Seite. Können Sie vielleicht bei der Hybridbatterie nochmal was sagen zur Kapazität oder auch wie viele Zyklen diese schafft, was Sie da für eine Prognose haben? Wir haben unser System so aufgebaut, dass es modular ist. Das heißt, wir haben einzelne Module. Jedes Modul hat ein eigenes BMS, Battery Management System in sich, also das Energiemanagement. Wie steuere ich die Hybridbatterie? Und ein Modul hat über 300 Wattstunden Kapazität, das heißt ein Modul 28 Amperestunden bei 12 Volt, modular aufgebaut, das heißt, ich kann mir mein Gesamtsystem so dimensionieren, wie ich es benötige, das heißt bis zu 24 Module kann ich einbringen. Zyklen, typischerweise Lithium-Eisenphosphat rund 3000 Vollzyklen und dann hatte die Batterie immer nur 80% restlich übrig. Wobei man auch sagen muss, wo werden tatsächlich 3000 Vollzyklen in Realität umgesetzt. Da gibt es wenig Anwendungsbereiche, wo die Zyklen an Anzahl stattfinden und gefahren werden. Wir hatten da bisher noch nie von gehört, von so einer Kombination. Forscht da oder entwickelt da noch jemand dran oder habt ihr da das Patent drauf auf diese Hybridbatterie? Wir hatten bei der Gründung die Idee von Bosch übernommen. Da hatte Bosch damals gerade in diese Richtung geforscht und entwickelt, hat es aber für sich nicht als groß genug vom Marktpotenzial gesehen, sodass sie es eingestellt haben.
Daraus entstand dann die BOS AG, haben die Idee mit rausgenommen, haben es weiterentwickelt, Patent neu angemeldet und da inzwischen auch die Zulassung bekommen. Deshalb sind wir die einzigsten, die ein Lithium-Batteriesystem mit einer Blei-Batterie zusammenschalten kann und es auch einsetzen kann. Mein Hobby ist das Segeln und wir haben da normalerweise zwei Blei-Batterien an Bord von so einem Segelboot. Und mir passiert es relativ häufig, dass der Kühlschrank dann irgendwann ausgeht, wenn man 2-3 Tage auf See ist und keinen Hafen in der Nähe hat. Wenn ich da jetzt Ihre Hybridbatterie dazu schalte, ich meine, eine Bleibatterie ist für den Anlassen des Motors da und die andere geht dann regelmäßig aus, dann würde dieser Kühlschrank länger durchhalten, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Richtig, genau. Also man würde die Kapazität entsprechend erhöhen, je nachdem, was der Kühlschrank an Strom benötigt. Und dann habe ich genau den Ausfall nicht mehr. Eine Bleibatterie, die hat halt eine nutzbare Kapazität von 50%. Das heißt, wenn ich da zweimal 100 habe, dann habe ich 100 Amperestunden nutzbar. Mhm. Und wenn die verbraucht sind, dann geht mein Kühlschrank aus. Plus Thema, dass ich nachhaltig meine Bleibatterie schädige. Das heißt, meine Bleibatterie wird tiefentladen. Das macht die ein paar Mal mit. Irgendwann ist sie defekt aufgrund dessen und muss getauscht werden. Unsere Lithium-Batterie verhindert genau das. Die übernimmt die Hauptzyklen. Das heißt, es wird primär die Lasten von Lithium versorgt und dadurch die Blei geschützt. Die dient lediglich als Backup oder wenn ich Stromspitzen habe, beispielsweise ich mache meine Kaffeemaschine an, dann kommt es aus beiden Systemen gleichzeitig. Und gleichzeitig habe ich aber auch im Ladeverhalten die Situation, dass ich primär meine Bleibatterie lade, dann meine Lithium-Batterie. Dadurch verlängere ich deutlich, wir sagen von bis zu 10 Jahren, die Lebensdauer von der Bleibatterie bzw. das Gesamtsystem. Dadurch ist einfach das Gesamtsystem besser ausbalanciert und man hat die verlängerte Lebensdauer im Gegensatz zum reinen Lithium oder zum reinen Bleisystem. Und wenn Sie jetzt mal überlegen, Ihre Erweiterungsbatterie in der Elektromobilität, wie ich es gerade beschrieben habe, zum Beispiel auf Booten, zum Beispiel in Wohnmobilen, ist das der eher Use Case oder dann doch im stationären Bereich? Wo sind da mehr Abnehmer, wohin verkaufen Sie mehr? Aktuell ist es tatsächlich so, dass der größte Markt im mobilen Bereich für uns ist, gerade in Reisemobile als auch in Boote. Das hat den Hintergrund, dass wir damals nach der Firmengründung das Produkt entwickelt haben, wie gesagt schon primär für die ländliche Regionen in Schwellenentwicklungsländer, kam dann aber durch links und rechts schauen eine Zusammenarbeit mit Hymer zustande. Das heißt, wir haben mit Hymer das Produkt auf das nächste Level gehoben. Jetzt kommen wir aber mal zu dem eigentlichen Thema, den stationären Speichern. Und zwar ist es ja so, dass weltweit rund 900 Millionen Menschen keinen Zugang zu Elektrizität haben. Und vor allem in Subsahara-Afrika sind viele Menschen vom Stromnetz abgeschnitten. Dann ist es natürlich eine super Lösung, solche Systeme, die Sie da verkaufen. Können Sie mal kurz erklären, was diese Mini-Grids oder Smart-Grids genau sind und auch, was diese intelligente Steuerung da genau tut? Wir bieten unsere Lösung in der Form an, dass wir ein Gesamtsystem haben. Also wir haben die Anforderungen vom afrikanischen Markt mit aufgenommen und uns angeschaut, mit was haben die dortigen Installateure, aber auch die Menschen dort zu kämpfen. War uns ziemlich schnell klar, dass man ein einfaches System haben muss. Also wir haben eine Box. In der Box steckt alles drin, was ich für ein kleines Off-Grid-Stromspeichersystem benötige, Wechselrichter, Laderäder, Elektronik, die ganze Verkabelung, natürlich die Stromspeichereinheit, das Energiemanagement dahinter, alles in einer Box, sodass die Installation auf der einen Seite einfach ist, aber auch die Langlebigkeit dadurch gegeben ist, durch womöglich Eingriffe von außen. Das war unser Ansatz, den haben wir entwickelt, haben den inzwischen auch mehrfach installiert und gehen so weit, dass wir auch Gesamtlösungen anbieten, also komplette Off-Grid-Lösungen von Stromspeicher über PV-Module, Konstruktion, die ganze Hauselektrik, sodass wir als Beispiel kleine Krankenhäuser elektrifizieren oder Schulen, öffentliche Einrichtungen und einfach da den Multiplikator suchen, Erstinstallation und dann die weiteren ausbauen, weil wir auch in der Praxis, vor allem der Herr Säckinger, aus seiner Zeit aus Ingenieure ohne Grenzen festgestellt hat, dass viele Projekte erfolgreich in Afrika
abgewickelt werden, installiert, in Betrieb genommen werden. Sobald aber der Installationstrupp abgerückt ist, fertig hat, läuft das System ein, zwei, drei Wochen, vielleicht auch länger, und dann tritt ein Fehler auf und keiner kümmert sich um die Nachverfolgung. Läuft das System, wie läuft es? Dann liegt das System brach. Liegt oft an der Komplexität der Systeme, aber auch am Monitoring bzw. auch an die lokale Gegebenheiten. Was habe ich denn an stabile Partner, die mir dabei helfen, mein System aufrecht zu erhalten und dadurch auch die Nutzbarkeit gewährleistet dort, wo sie benötigt wird. Jetzt haben Sie über ganz viele verschiedene Projekte in Afrika erzählt, in Uganda, in Sambia, in Nigeria und Malawi. Suchen Sie sich doch mal kurz eins aus und stellen Sie uns das vor, weil ich mir das immer noch nicht so haptisch vorstellen kann. Sie gehen da zum Beispiel in ein Dorf oder ein Gesundheitszentrum beispielsweise, elektrifizieren das und helfen den Menschen vor Ort sozusagen über Batteriesysteme, über Solarpaneele beispielsweise, konstant dort Strom abrufbar zu machen. Ist das richtig? Ja, trifft so ziemlich genau. Also ein Beispiel, wir hatten vor 2 Jahren ein kleines Krankenhaus in Uganda elektrifiziert. Das waren mehrere Häuser, haben wir mit unseren Systemen ausgestattet, plus PV, plus Elektrifizierung und Kommunikation untereinander. Von uns waren auch 2 Mitarbeiter vor Ort, die haben die Installation mit lokalem Installationsteam aufgebaut. Es waren in Summe über 2 Wochen vor Ort Einsatz. Unser Ergebnis war, dass wir immer wieder Feedback bekommen, was wurde denn gerade gemacht, welche Operationen wurden durchgeführt. Wir bekommen tatsächlich auch die Erfolge, die dort praktiziert werden, mit, was uns natürlich auch freut, weil für uns als Firma, auch wieder als Teil der Gründungsidee, ist nicht der reine Profit-Ansatz, sondern für uns ist wichtig, sogenannte Triple Bottom Line, People, Planet, Profit, was für uns als Gleichgewicht steht. Jeder Bereich für sich sollte die gleiche Aufmerksamkeit und die gleiche Optimierungsgrade erfahren, wie jetzt rein Profit oder Planet oder auch die People. Aber erklären Sie doch noch mal ganz kurz, also Sie haben jetzt in dem Fall diese Klinik dort elektrifiziert. Sie gehen dahin und installieren das zum Teil selber, zum Teil über Partner. Ist das nicht unglaublich schwierig, den Service und die Wartung auch langfristig bei solchen Systemen zu gewährleisten? Wie schaffen Sie das denn, die Leute vor Ort zu schulen, sodass das auch funktioniert, wenn mal irgendwie ein System vor Ort ausfällt? Wer ist dann zuständig? Ist Neu-Ulm dann zuständig oder wer kriegt den Anruf? Genau, also Neu-Ulm ist nicht aus dem Schneider. Neu-Ulm ist nach wie vor als Support zur Verfügung, wobei unser klares Ziel ist, dass wir uns lokale Partner suchen, die qualifizieren und trainieren, sodass Installation, aber auch sämtliche Serviceanfragen primär der lokale Partner vor Ort abwickeln kann. Sollte der natürlich nicht mehr weiterkommen, dann steht unser Serviceteam hier in Neu-Ulm wieder zur Verfügung und bietet dann Support über jegliche Art von Medien bis hin zum Remote-Support, dass wir uns mit auf die Systeme schalten können, zumindest monitoren können, was ist passiert, um nachvollziehen zu können, wo müssen wir ansetzen, beziehungsweise die Partner auch führen, damit sie gerade in der Analyse doch schneller sind, als wie sie es alleine vor Ort wären. Kommuniziert dieses System eigentlich irgendwie übers Internet mit Ihnen konkret? Genau, jedes System, so typischerweise über so Global SIM Card, über das Handynetz einfach gesprochen, kommuniziertes System, bekommen wir die Daten über eine Plattform, über einen Partner, wo man sämtliche Daten, die das System bietet, monitoren kann. Das heißt, Sie könnten feststellen, dass der Wechselrichter dort konkret bei der Klinik irgendwie defekt ist, oder wie muss ich mir das vorstellen? So kann man sich das vorstellen, richtig, ja. Mich würde jetzt noch interessieren, Sie sind trotzdem eine ziemlich kleine Firma, wie Sie jetzt diese Aufträge bekommen, gerade in so abgelegenen Gegenden. Arbeiten Sie da mit Partnern zusammen und welche sind das? Oder wie läuft so eine Geschäftsbeziehung ab normalerweise? Genau, wir hatten unter anderem Projekte mit GEZ. Das sind auch Projekte, die wir natürlich auch gern abwickeln. Wobei wir da nicht aktiv den Vertrieb machen, sondern da werden wir eher gesucht und als Partner hinzugenommen. Unterscheidet sich gerade im anderen Bereich mit Vertriebspartnern, die wir aktiv
aktiv haben, die uns dann wieder in Verbindung bringen, gerade mit so NGOs wie UNICEF, World Food Program und so weiter. Ist eine ganz, man muss es als verschiedene Vertriebswege betrachten. Zum einen werden wir gesucht, zum anderen gehen wir aktiv auf Projektsuche. Wie kommen denn solche Kooperationen denn zustande? Das hat jetzt der Daniel gerade gefragt. Wie teuer ist beispielsweise eine Elektrifizierung einer Klinik und wer bezahlt dafür? Ich meine, der afrikanische Kontinent ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er über viel Kapital zur Verfügung hat, dass jetzt eine deutsche Firma extra dort reingeht und langfristige Gesamtlösungen konzipiert und umsetzt. Wie kommt das zustande? Wie schon genannt, zum einen sind es NGOs, UNICEF, World Food Program, die ihre Gelder zur Verfügung haben, dort einsetzen. Zum anderen hatten wir auch schon gerade im Uganda-Projekt Privatinvestoren. Also das heißt, es waren privat gesammelte Gelder, die nachher genutzt werden, um die Krankenstation zu elektrifizieren. Also es sind unterschiedliche Wege, es sind aber auch vor Ort Installateure, die Projekte anbieten, gerade an öffentliche Einrichtungen mit Regierungen zusammen. So kommen bei uns die Projekte auf unterschiedliche Weise zustande. Es gibt auch, wir hatten auch Projekte in Afrika, also in Nigeria, wo eine große Firma dahinter steckt, die ganze Märkte elektrifiziert hat, die Kapital eingesammelt hat, anschließend gesamten Markt elektrifiziert hat, mit inklusive Bezahlplattform für die kleinen Shops im Markt drunter. Da gibt es verschiedene Modelle. Sie werben ja mit günstigen Speicherlösungen. Wo sparen Sie denn da Kosten ein? Also wir sparen dahin Kosten ein. Wir setzen auf bestehende Komponenten. Also wir bleiben in unserem Kerngeschäft drin. Wir entwickeln unser Energiemanagement. Das heißt, wir fokussieren uns nicht auf Entwicklung von Wechselrichtern, Batterien etc., sondern es gibt genügend Systeme, die am Markt einfach, schnell verfügbar sind, die wir einsetzen, die wir zum Gesamtsystem verbauen. Und dadurch können wir die Anforderungen an Preis hin gerecht werden, indem wir einfach bestehende Komponenten nutzen und diese auch einsetzen und nicht uns in irgendwas rein verstricken und entwickeln und irgendwas das Rad neu erfinden und entsprechend die Kosten nach oben treiben. Wir haben uns im Vorgespräch ein bisschen über Ihre Mission, die Mission der BOSS AG unterhalten. Ich glaube, das Wort Weltspeicher ist gefallen. Sie haben die PPP gerade nochmal unterstrichen. Es geht letzten Endes um den Zugang zu Strom, zu Elektrizität. Wie beurteilen Sie denn generell so dieses Thema Netzstabilität in Ihren Märkten, aber auch in Deutschland, den Markt für Heimspeicher? Sind wir da insgesamt auf einem guten Weg von Seiten der Gesetzgebung? Und wie sieht diese Zukunft sozusagen von mobilen Batterien aus? Unserer Meinung nach sind wir da tatsächlich noch nicht an dem Punkt, gerade in Deutschland, an dem er sein könnte, beziehungsweise wo die Reise hingehen soll. Es steckt enorm viel Potenzial momentan, wird viel installiert, PV-Anlagen, Stromspeichersysteme, aber die intelligente Nutzung, die anschließend möglich sein kann, die wird noch nicht umgesetzt. Unterschiedlicherweise begrenzt durch netzregulatorische Randbedingungen, politische Randbedingungen, aber auch, dass es die passende Hardware, Software, Schnittstellen, das sind genau die Dinge, die es jetzt dann anzugehen gilt, und da setzen wir als BOS AG tatsächlich auch mit unserem Fokus drauf, dass wir unser Produktportfolio, wo wir ständig weiterentwickeln, genau auf diese Anforderungen auslegen, sodass wir einen Speicher entwickeln, der in verschiedene Applikationen einsetzbar ist, also Vielseitigkeit, nicht nur in Reisemobilen, nicht nur off-grid in afrikanischen Ländern, sondern auch im europäischen Markt. Was gehört drumherum Richtung Wechselrichter, Plattformen zum Monitoring für Installationen etc. Das Gesamtkonstrukt setzen wir auf ein modulares Konzept, gerade zukunftsausgerichtet, aber auch um die Märkte links und rechts zu bedienen können, sodass die Synergien genutzt werden und
man, wenn man so möchte, vom Weltspeicher reden kann. Machen wir es doch mal ganz konkret. Sie haben ja vorhin erzählt, die Mission oder die Vision viel besser besteht auch darin, dass zum Beispiel der Speicher eines E-Autos dafür genutzt wird, wenn man nach Hause kommt, sozusagen das Heim zu speisen, oder wenn man in Urlaub fährt, genau das Gegenteil beispielsweise, dass man auch Cloud-Services benutzt, also virtuelle Stromspeicher. Da kann ich mir ehrlich gesagt noch gar nichts drunter vorstellen. Oder dass insgesamt sozusagen es einen Energie-, einen Strompreis gibt, der absolut frei von irgendwelcher regulatorischen Maßnahme dort existiert und die Netzspannung dann sehr stabil ist, so wie ich es verstanden habe. Erzählen Sie nochmal, was hat es mit diesen Cloud-Services da auf sich? Für uns steht im Fokus, dass wir, wie gesagt, unsere Produkte genau das mit einbeziehen. Wie kann man ein virtuelles Netz aufbauen? Wir sind sicherlich nicht diejenigen, die die Schnittstellen übergeordnet bereitstellen, sondern wir sehen uns da tatsächlich erstens als Hardware-Entwickler, gerade wenn man mal das Beispiel Reisemobile nimmt. Das Reisemobil wird 2, 3, 4, 5 Wochen im Jahr genutzt, der Rest vom Jahr steht es rum, die Batterie wird nicht genutzt. Gleichzeitig am Netz haben wir einen Überschuss. Wohin fließt der Überschuss? Es stehen Hunderttausende von Reisemobilen in Europa rum, die als virtueller Speicher genutzt werden können. Das heißt, man kann kurzzeitig Strom dort zwischenspeichern und wieder abrufen, wenn er benötigt wird. Wir wollen unseren Beitrag dazu einbringen, indem wir die Hardware und die Schnittstelle dorthin anbieten können, sodass der Multiple-Use-Gedanke da auch gegeben ist. Also nicht nur nutzen, sobald ich im Urlaub bin, sondern auch als stationären virtuellen Speicher, aber auch hinsichtlich in Richtung tauschbare Systeme, dass wir die Hardware sowohl im Reisemobil nutzen können, wenn man im Urlaub ist, auf der anderen Seite nutzt, wenn ich zu Hause bin, wenn ich sie dort brauche, dass die Investitionskosten geringer gehalten werden, sodass wir wirklich die Batteriemenge haben am Markt, die auch nötig ist und nicht irgendwo zigtausende Systeme offline stehen haben, indem sie 40 Wochen im Jahr überhaupt nicht verwendet werden. Unser letzter Gesprächsgast, Dr. Buchert vom Öko-Institut, hat uns folgende Frage für Sie mitgegeben. Und zwar, haben Sie denn schon Konzepte für das Recycling Ihrer Batteriesysteme? Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen früh, aber das wird ja wahrscheinlich irgendwann dann in den nächsten Jahren oder sowas kommen. Da muss man auch ehrlich sein. Es gibt aktuell noch keine richtigen Konzepte, Ansätze. Auf dem Papier ja, aber in der Umsetzung gibt es die noch nicht. Es ist auch so, aktuell ist es auch noch nicht ein großes Thema, weil die Batteriesysteme einfach nur in Nutzung sind. Ich denke, das wird uns spätestens in 5 Jahren anfangen einzuholen. Es gibt, wie gesagt, es gibt Überlegungen generell. Wir als Unternehmen selber haben da jetzt keine parate Lösung, wo wir sagen, genau so muss es aussehen. Wir wollen unseren Weg dazu beitragen, indem wir eine hohe Traceability drin haben. Das heißt, wo kommt unsere Batterie her, wo ist sie genutzt, wo ist sie verbaut, wie wird sie genutzt, sodass wir zumindest mögliche Konzepte, Ideen, unsere Daten zur Verfügung stellen, um eine Recyclingmöglichkeit auch umsetzen zu können. Das ist unser Ansatz, den wir gerade als Unternehmen mit dazu beitragen können. Ich denke, da ist auch gerade unsere Firma zu klein, dass wir da aktive Rolle mit einnehmen können. Dann komme ich jetzt zum Ende unseres Podcasts. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, Herr Weber. Das war es für diese Episode, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie jetzt noch irgendwelche Fragen haben sollten, dann mailen Sie uns die doch zu an patrick.rosen@kit.edu oder an meinen Kollegen daniel.messling@kit.edu oder twittern Sie uns die unter @polisexzellenzcluster oder @helmholz-ulm. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Alles Gute. Bis bald. Danke auch von mir. Tschüss. Danke, tschüss. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wurde produziert vom Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, kurz CELEST, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie, der Universität Ulm und des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg.